spicy horse games. Ja, dann sage ich jetzt mal hallo ihr Lieben und willkommen zurück endlich zu einem neuen Let's Play. Okay. Diesmal hier, wie man direkt sieht, mit Alice Madness Returns. Ich bin sehr gespannt, ich habe keine Ahnung. Das ist ein Spiel aus dem Jahr 2011 und wie man vorhin schon gesehen hat, entwickelt von Spicy Horse Games und herausgebracht von EA Games. Also beziehungsweise Electronic Arts, muss man ja sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade versucht schon. Also nicht wundern. Ich habe da jetzt... Den kann ich jetzt eigentlich mal löschen. Ich bin vorhin nicht mehr aus dem Spiel rausgekommen, als ich die Testaufnahme gemacht habe. Und deswegen musste ich da mal eben ein Profil machen. Jetzt können wir ein richtiges Profil machen, ohne dass es bla heißt. Bla, bla. Ja, Sherry, not great. So, wir haben Null Time gespielt, was für ein geiles Englisch-Deutsch halt schon wieder. Wir haben nichts. Ich habe nur mal kurz in die Grafikeinstellung geguckt, das war's auch. Also ich habe genauso wenig Ahnung wie ihr. Ich weiß nur, dass es um Alice geht und ich mag ja Alice im Wunderland, ne? Also mit dem rauchenden, was ist das? Raupe? Mit der kiffenden Raupe würde ich eher sagen und dem Hasen aus Speed und... Keine Ahnung, auf was der verrückte Hutmacher ist, aber Alice ist ja sowieso, ne? Die ist ja total neben der Spur, wenn man es mal aus der Sicht sieht. Aber, genug gelabert. Ich, geh mal rein. Ich hoffe, dass das alles passt. Es kann sein, dass ich die Grafik nochmal umstellen kann. Flatterhärchen. Ein bisschen strähnig ist es heute Morgen schon, ne? Hey, ich sollte mich vielleicht allgemein mal kurz entschuldigen, dass das jetzt so lange gedauert hat, bis ein neues Let's Play rauskam, aber ich war... Sagen wir, ziemlich sehr arg beschäftigt, tagsüber und abends musste ich natürlich den neuen Content von World of Warcraft in mich einsaugen, deswegen... Aber jetzt, finally, ab rein geht's. Select Difficulty. Ich bin auf Nightmare. Nein, ich bin auf Normal, würde ich sagen. Until all your summons are visible. Ich glaube, die sind alle visible, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob es bei euch visible ist. Invert Vertical Look, was auch immer. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Wie ein Flitzebogen. Sieht auf jeden Fall mal sehr düster aus, oh? Psst, jetzt. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream. It's a memory. And it makes me sick. Now, focus. Wait. You're floating again. Weightless. A cipher. Relax. I'm in hell. Forget it. Abandon that memory. It's unproductive. Go to Wonderland. Doesn't signify, girl. Now, Alice, where are you? I'm sailing with a friend. It's different somehow. Things have changed. Change is good. It's the first link in the chain of forgetting. What's happening? Are you mad? I'm not mad. Rabbit. That's not right. What are you doing? Is something wrong? Ooh. Something wrong? Wrong! Don't struggle, Alice. Let them know what I'm doing.
ist definitiv nicht das Alice im Wunderland, das wir kennen. Now, aren't we? My head's exploded and there's a steam hammer in my chest. Yes, well, the cost of forgetting is high. My memories make me vomit. What can I... Remember other things. I want to forget. Who would choose to be alone, imprisoned by their broken memories? I'll set you free, Alice. Memory is a curse more often than a blessing. So you've said many times, and... And I will say again, the past must be paid for. Now, before our next session, collect those pills from our high street chemist. Very well, Doctor. Pillchen. Ich sag ja, Drogen. Drogen, Drogen, Drogen. Aber es sieht doch hübsch aus. Besser als der Vorspann gerade eben. Das ist ein Zwerg oder was? Charlie, your pa was hung for killing your ma who beat you. Let's forget that, shall we? The past is dead, Charlie. Das erinnert mich sehr an, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, ne? Das andere Spiel, was ich mal let's played habe. Oh, die Kamera ist ja sehr strange. Oh, also da werden wir uns erstmal dran gewöhnen müssen. Boys Room. Was sind das für komische Viecher? Pinch me smalls. Wear bloomers. Na, Alice? Die sieht aber schon schick aus. Ein bisschen wie so ein Kohlemädchen irgendwie mit den schwarzen Haaren und so. Sind wir hier in England? Ich weiß nicht, ob ich... Da war was. Was ist das? C? My stories to the children bear strange fruit. The drawings expose pieces of my mind. Okay. Spannend, ja. Und jetzt? Oh, da! Oh, nee, wirklich? Wie? Was? Memories. Pollution. Corruption. It's killing me. Wonderland is destroyed. My mind is in ruins. Aha. Chapter 1. Gucken wir mal kurz bei Configuration, ob ich hier meine Maus einstellen kann. Maus? Forward, backward, dodge. Dodge, wirklich? Muss ich dodgen? Clockwork Bomb. Jump, Float, Melee Attack. Oh, Jesus. Ich glaube, ich werde vor die Killer. Maschine. Hä? Also ich sehe hier nichts mit der Maus. Da müssen wir uns wahrscheinlich erstmal... Müssen wir uns wahrscheinlich erstmal mit einschwufen. So, und wie komme ich jetzt hier weiter? Oh, wow, wow. Hello, Mr. La. Was geht hier ab? Wie sehen die denn alle aus? Irgendwie kaputt? Viel zu einen großen Kopf, Mr. Butthead? Guten Tag, Mr. Butthead. Can't find the door. Girls' room. Hop, hop. Bump. Press T to enter first person camera remote. Oh, ehrlich? Oh, wie cool. Wird's mir schwindelig. Doctor, do you right? Still sick in the head? I'm past the cure. Terminal condition. Die ist... Die malt den missverrückten Hutmacher oder was? Wieso sehen die alle so komisch aus? Das macht mir irgendwie Angst hier. Naja, Gott sei Dank sieht Alice nicht so komisch aus. Ich denke mal... Ja. Dann gehen wir mal da die Pillen holen. Ist da irgendwas? Ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwas aufsammeln. Aber dann Toys and worn out shoes have a past and the people who used them too. My past was consumed by fire. Okay. Ich weiß auch gar nicht so genau, was Sinn und Zweck von dem Spiel ist. The Illustrated News feeds an insatiable appetite for domestic... Oh Gott, lest es selber, das ist mein Englisch zu schlecht. An industrial disaster, fire at match factory, 6 girls missing. Is there anything more predictable? The world's gone quite mad. Ich bin nicht mad, das regt mich nur auf. 10 years in the loony bin. No ma, no relation. She's an orphan. Guck dir das mal an, Mann. Ich meine, da hätte ich auch Albträume, wenn ich so Kinder sehen würde.
Wo? Ich hab mich... Was ist hier? Mr. Payne had no idea how humble a home could be. If not for my drawings and the photographs, this could pass for my room at the asylum. Aha. Aha. Spannend, erzähl mir mehr als Schwester. Ah, hier geht's raus. Hallo. Aber es ist auch spannend, wie die alle gleich aussehen, ne? Oh, den Rothaarigen haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Also schon, aber nicht mit einer roten Haaren. Dann gehen wir mal raus. Sehen die jetzt alle... Kann ich hüpfen? Nein. Sehen die jetzt alle wie die Kleinen und Groß aus? Was ist denn hier los? Straße kaputt gemacht. Na 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 na. Na 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 na. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich muss zur Apotheke. She ever work? Where's her plaque? Too good for company. She don't get close. Brrr, aber leider habe ich meine Maus zu schnell bewegt. Ich versuche ganz smooth und Whitechapel Market. Ich guck ganz, dass ich ganz easy peasy die Maus bewege. Wo geht's hier lang? Hang off, Missy. Move along. Darf ich da nicht durch oder was? Könnte er eigentlich auch deutlich reden oder ist das so akzentmäßig undeutlich genuschelt? Passt sich dann zu meinem Redestil an, ne? Vor allem, wie diese Teile da so rumliegen. Und er hackt aber ein kleines Stück. Die Karotten sind auch ein bisschen platt, hm? Oh, was hat er denn für eine Nase? Guck mal, First Person. Also das ist, glaube ich, die größte Nase, die ich je gesehen habe. Aus einem Pinocchio. Ach. So. Baseball. Hallo, Puss. Puss? Echt? Hallo, Pussy. Okay, sie hat ja Puss gesagt. Muss ich der weißen Katze folgen? Ist es diesmal keine Katze, sondern, Move along, Alice. I can run you in just for being all. Komm, haut ihr den? Hört auf, den zu hauen. Ich meine, was soll das? Soll ich mal mithauen? Dann muss ich wohl der weißen Katze folgen. Und nicht dem weißen Hasen. Wo ist er hin? Da ist Kitty. Und was ist da? Ja, wir folgen ja der Katze schon. Mietze, Mietz. Sind wir jetzt? Hallo. Boah, du siehst auch schon ein bisschen verwest aus, ne? Hey, diese einzige Stadt ist ein Albtraum. Guck dir das mal an. Ich meine, wer will denn zu ihr gehen? Die hat ja keine Taille mehr. Da kann man ja fast durchgucken. Ups. Diese Maus, ne? Diese Zähne, ja. Also, der würde ich jetzt auch nicht unbedingt gehen, ne? Oh, wie sieht denn das mit Ers? Oh Gott, die Leute hier, ja, das ist richtig hübsch, ja? Im Vergleich zu der anderen Katze. Mietz. Ja, wo ist sie hin? Die kann doch nicht so schnell rennen. Huh. Ich sag euch, wenn es erschreckend wird, dann fände ich das nicht cool. Alles. Wer geht schon in so eine dunkle Gasse, Mann? Oh. Creepy. Eek. Was ist das? Käfer, zwischendrin zu einem Käfer und Hase oder was? Zombie-Hasen. The stars and garters, Alice Little. Slumming again, are we? Nurse Witless. What luck. Twice in as many months. Out on your own? You look frazzled, dearie. Not doing well? Not really. Come along home then and look at my pigeons. Pretty birds. Like you. I don't think so.
Our last visit cost me several pounds and got me nowhere. I might recall where your mangy rabbit got to. Still hat's ein bisschen Schaden. No surprise. Her kin roasted like chestnuts right before her eyes. 10 years in Rutledge Asylum wasted everyone's time. Dr. Bumby won't do better. Still hauling out her questions. The fire, her memory. I deserve consideration, don't I? Who found her new clothes? Who got her a place at Bumby's? Where'd she be without me? On the street, selling her backside. Like some pigeons, though. She's doled out the old pound or two. I know it's worth more than that. Kept her secret, haven't I? Heard her say, "Oh, died on my account. I couldn't save you." I've told her my silence is for sale. Keep. I'm a good sort, really. Not like her nanny, that uppity whore. Or that lawyer fellow Radcliffe took her stupid rabbit. Need money. Warned her I'd tell the coppers if she didn't make a donation to my upkeep. She yells and goes off her head. Dish she can't remember her name, what I heard. Also ich muss mal sagen, ich bin echt schlecht in Englisch. Merke ich immer wieder bei so Spielen. Eigentlich ja nicht, aber da manchmal, ne, so wenn das nicht so normaler Englischtext ist, sondern so ein bisschen schwieriger oder ein bisschen, naja. Ich glaube, die Grundgeschichte werden wir alle verstehen. Und dann mache ich hier erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und gucken mal, was mit Alice noch so passiert. Bis dann. Bye, bye.